Hallo und herzlich willkommen, lieber Steinbock, Stier, Jungfrau, liebes Erdzeichen, hier zur Neumondenergie für den 1. Februar. Ja, 1.2.22. Ich bin etwas früher. Ich habe das Gefühl, es ist ein sehr, sehr kraftvoller Neumond. Es wird sich einiges öffnen an Energien und ich möchte hier gerne mit dir schauen, ja, wie sich die Energie dieses Neumondes in deinem Leben öffnet. Es geht um den Neubeginn eines Zyklus, um ja, vielleicht sogar auch ganz, ganz neue Schritte, ganz, ganz Neues, was uns da erwartet. Und ich spüre das jetzt hier schon im Vorfeld, wie kraftvoll dieser Neumond sich ankündigt. Und damit du eben die Energien für dich wirklich nutzen kannst, bin ich halt da auch schon ein paar Tage früher dran. Ich habe dir hier heute das Elemente-Orakel mitgebracht. Ja, einfach auch aus dem Grund, weil hier unterschiedlichste Energien und Elemente enthalten sind, die meinem Gefühl nach den Neumond wirklich sehr kraftvoll unterstützen. Und ich möchte jetzt mal schauen, liebes Erdelement, also lieber Steinbock, Stier, Jungfrau, welche Energie da an deiner Seite steht. Ich schaue dann mit 9 Tarotkarten, wie sich das Ganze zum Ausdruck bringt. Und ich überlege auch gerade noch, wie ich dann gegebenenfalls eine Fortsetzung für dich gestalten möchte. Ich lasse das hier heute einfach mal auf mich zukommen. Ja, jetzt möchte ich bitte eine energetische Hauptbotschaft hier für Steinbock, Stier, Jungfrau, für meine Erdzeichen hier zum Neumond am 1. Februar 2022. Eine Hauptenergie bitte hier für meine Erdzeichen. Nee, eine. Du siehst hier, die machen, was sie wollen. Eine Hauptenergie. Eine Botschaft bitte. Es geht. Es geht. Ah, die Musik und die Freude. Die Musik. Welche Rolle spielt Musik in deinem Leben, in diesen Mondphasen für dich? Wie bewegst du dich nach der Musik? Bewegst du dich mit der Musik? Und Musik kann uns in unterschiedlichsten Lebensphasen begleiten und auch sehr kraftvoll unterstützen. Also sie kann uns in die Tiefe führen, sie kann uns in hohe Sphären führen, sie kann alte Wunden öffnen, damit diese heilen können. All das. Und für dich, liebes Erdzeichen, ist hier zu diesem Neumond eben das Element Musik, der Klang. Musik zählt zu den Luftelementen. Musik ist Schwingung, all das, was mir hier so dazu einfällt gerade. Und ja, lass uns mal direkt schauen, welche Impulse, immer erst mal gucken, was hingefallen ist, hier unter den Tisch fällt. Nein, nicht was hier unter den Tisch fällt, sondern welche Impulse der Neumond hier für dich mit sich bringt. Ich hätte gern eine Botschaft hier für meine Erdzeichen Steinbock, Stier, Jungfrau für den Neumond am 1. Februar. Eine klare Botschaft bitte hier für meine Erdzeichen. So, wir schauen mal. Das Hauptthema hier. Die drei Kelche, ja, wirklich. Guck mal, ich habe so das Gefühl, auch gemeinsam musizieren, ein gemeinsames Lied finden, einen gemeinsamen Klang. Die drei Kelche, das ist die Erntekarte, das ist
die Freude, die Leichtigkeit. Lass uns schauen, was hier unbewusst bei dir noch ist, was hier noch im Unbewussten liegt. Ja, dass du dich nicht so wirklich traust. Vielleicht fühlst du dich außen vor mit der Musik, die dir gefällt, mit der Musik, die in dir klingt. Die 5 Münzen, das ist so ein bisschen das Einsamkeitsthema, sich ausgeschlossen fühlen, aber dann auch wieder auf tieferer Ebene, wo grenzt du dich aus? Was ist dir bewusst? Das ist ziemlich spannend. Dir ist schon bewusst, dass du hier Unterstützung bekommst. Doch irgendwo ist dir hier auch bewusst, dass du die oder ein Teil in dir, die nicht wirklich annehmen möchte. Vielleicht ist da auch so ein bisschen so ein Mi-Mi-Mi-Mi-Mi-Anteil in dir, den es jetzt vielleicht sogar mit der Musik gilt, zu heilen, zu lockern. Ich habe so das Gefühl, dass es hier um Lockerung geht. Was ist dir denn, nein, bewusst haben wir ja gerade, nein, was liegt hier im Vergangenen, was sich erlösen darf? So wollte ich die Frage stellen. Was darf sich da jetzt erlösen? Gerade auch hier mit dem, du schaust da auch hin und du bist hier noch nicht so bereit, diesen 4. Kelch anzunehmen. Was darf sich erlösen? Deine Gedanken. Deine Gedankenschleifen. Der Ritter der Schwerter, da geht es darum, dass du dich vielleicht an manchen Stellen schnell verurteilst, vielleicht andere verurteilst für diese Musik, für diese Freude, für diese Leichtigkeit, weil du immer noch glaubst, du müsstest hier in diesem Kummer drinstecken. Ja, das darf sich jetzt erlösen. Was ist neu? Was darf sich stärken? Also was darf stärker werden? Ja, dein Durchblick sozusagen, liebes Erdzeichen. Der König der Schwerter, deine Klarheit. Ich glaube, dass dieser Neumond hier für dich ganz viel mehr Klarheit bringt. Dass du in dir, vielleicht sogar auch in Kombination mit Musik, mit unterschiedlichen Musikstücken auch, in dir spürst, welche Freude dir vielleicht bisweilen noch fehlt oder wo du wirklich in die Freude eintauchen kannst. Dann darfst du hinspüren, okay, wo schließe ich mich da noch aus? Wo habe ich das Gefühl, nicht dazu zu gehören? All das darf dir hier klar werden. Der König der Schwerter, der Ritter der Schwerter, da geht es in beiden Energien darum, Erkenntnisse zu gewinnen und dir über etwas klar zu werden. Und auch bei den 4 Kelchen, auch wenn dir das bewusst ist, dass du hier nicht ganz bei der Sache bist, dass du hier nicht alles von dir gibst, dass du hier vielleicht einen Aspekt ein Stück weit zurückhältst oder nicht zeigst. Auch das darf dir hier mehr und mehr klar werden und bewusst werden. Und wie gesagt, vielleicht unterstützt dich die Musik sogar dabei. Also, dass sich diese Klarheit in dir stärkt, dass dieser Durchblick hier nochmal klarer wird in dir. Und wir schauen mal, was hier unterstützend wirkt. Der Narr. Ja, einfach mal mutig sein. Einfach mal zurück auf Anfang und einfach mal der Freude folgen. Die haben wir nämlich hier liegen. Einfach mal der Freude folgen. Und was ist hier jetzt klärend und unterstützend für dich? Die 8 Schwerter. Ja, wahrscheinlich der Impuls, aus deinem eigenen Käfig
rauszukommen, das wird hier klärend und unterstützend sein. Solange du da drinne bist, kannst du nicht wirklich der Freude folgen. Und du siehst schon, wie sich diese Karten ergänzen. Es geht darum, die Entscheidung zu treffen, die hast du hier auch ein Stück weit schon im Kopf, da rauszugehen. Das sind Gedanken, Konstrukte in dir, auf welcher Ebene auch immer, die dich klein halten, die dich zurückhalten, wo du dich fürchtest, wirklich mit dem, was da in dir ist, mit diesem Klang, mit dieser Musik, die da in dir ist, nach außen zu gehen. Der Impuls deiner Seele, ja, flatter mal los. Erlaub dir mal, dich zu zeigen, auch wenn das erstmal hier kleine Minischritte sind. Der Kolibri ist ein kleiner Vogel, die sind wirklich teilweise winzig, winzig klein. Und wenn die Frau hier auf dem Rücken des Kolibri reiten kann, mit ihm fliegen kann, dann kannst du dir vorstellen, wie klein diese Frau ist und wie klein diese Schritte sind. Aber das reicht doch. Du kannst doch auch mal hier im Kleinen für dich beginnen. Für dich mal eine Entscheidung treffen. Und mal für dich nach der Musik, die da in dir ist, tanzen. Was ist das Geschenk? Die 8 Scheiben. Das Geschenk ist, dass du die Farbenpracht des Lebens hier neu entdecken darfst. Die 8 Scheiben, da geht es darum, etwas fertigzustellen. Das ist die Arbeit an dir selbst, an deinem Inneren. Das kann die Arbeit an einem Projekt sein, was jetzt fertiggestellt wird. Es kann aber auch die Arbeit daran sein, dass du hier diese inneren Gedankenstrukturen jetzt durchbrechen kannst, dass das jetzt einen Abschluss findet, vervollständigt wird und du dann hier wirklich diese 3 Kelche, diese Freude der Musik, die da in dir liegt, spüren kannst. Super spannend. Ich werde jetzt in der Fortsetzung nochmal ein Stück weit auf die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten eingehen. Ich werde die ein oder andere Klärungskarte hier noch dazu ziehen, wo es da Klärung braucht, um für dich wirklich hier diese Energie der Freude, der Musik in dir zu aktivieren, dir diesen Weg auch zu aktivieren. Den Link zur Fortsetzung findest du wie immer unten in der Infobox. Ich freue mich, dir da gleich wieder zu begegnen. Ja, und ansonsten, liebes Erdzeichen, spür mal in dir nach, was hältst du da in dir zurück? Denn es gibt hier einen kraftvollen Impuls für einen Neuanfang und der Neumond steht eben auch dafür, dass neue Zyklen jetzt beginnen dürfen. Alles, alles Liebe zu dir und ja, gegebenenfalls bis gleich.